Ein bisschen träge, aber dennoch mit Blick nach oben sind die US-Aktienmärkte unterwegs. Wir sehen, dass der Markt noch nicht ganz aufgegeben hat. Hier im 5-Minuten-Chart hatten wir eigentlich ein ganz schönes Bild. Ich mache das mal groß. Das ist der SP 500 Future, damit ihr es besser sehen könnt. Das war gestern Abend noch oder eigentlich in der Nacht schon, 2 Uhr nachts. Seitdem hatten wir einen Anstieg. Da hatten wir hoffentlich die Ohren an der Matratze, aber im Nachgang. Sind wir entweder mehrwellig mit Überschneidung oder aber, ich habe es noch nicht mal gemessen, ich glaube, der ist sogar ein höher, naja, aber dann wäre es dreiwellig, aber auf jeden Fall korrektiv nach unten gelaufen und im Anschluss die Fortsetzung nach oben, in etwa das, was wir hier haben, haben wir hier hinten wieder gesehen, also so ganz grob kann man sagen, mh. Das ist ein klassischer Aufwärtsmarkt. Die stärkere Seite nach oben, die schwächere nach unten. Wir hatten das hier ein bisschen zappelig hier im Laufe des heutigen Nachmittags. Datenbedingt natürlich immer ein bisschen beeinflusst, trotz alledem. Starker Anstieg, wackelig nach unten, die Fortsetzung nach oben. Also ihr seht, der Grobtenor ist so im Nachmittags- äh, im, im Intraday-Bereich, jetzt für heute Nachmittag, immer noch aufwärts. Wir haben es hier gesehen, über Nacht hat sich es entwickelt. Wer heute Morgen geguckt hat, beziehungsweise heute Mittag, dann hatte hier sicherlich eine Anregung, die klar die Sprache der Bullen gesprochen hat. Ihr merkt euch einfach, ein Schub nach oben beispielsweise bis da oder von mir aus bis dahin und der Rücksetzer in diesem Bereich, solange er sehr korrektiv ist, der Teil sehr ähm, impulsiv aussieht, das würde man hier sicherlich in irgendeiner Form äh, wohl vermuten, dass das hier der starke Anstieg ist, dass hier dann eben wie gesagt die Korrektur und dann Brüche dieser Art wären Möglichkeiten, hier auch kurzfristig eben aktiv zu sein. Jetzt weiß ich, dass viele von euch nicht so kurzfristig unterwegs sind, aber ich möchte euch ein bisschen sensibilisieren auf genau diese Verhaltensmuster. Die gibt es leider nicht immer, aber sehr häufig, wenn ihr sie seht, habt ihr damit eine ganz gute Idee, was als nächstes passiert. Vielleicht kriegen wir das ja im Laufe der nächsten Stunden nochmal im etwas übergeordneten ist das, ich mache mal mein Geklä hier im 4 Stunden Chart weg, nicht ganz so deutlich beim S&P, deshalb wechsle ich mal auf den Nasdaq, denn der macht das eigentlich auf dieser Zeitebene ganz schön hier 4 Stunden Chart. Da sehen wir den Anstieg, da hatte ich gestern noch gesagt, so richtig werde ich mit dem nicht warm, aber dieser Rücksetzer, der ist nun mal wieder korrektiv. Also insofern besteht eine ernsthafte Chance, wenn wir die Zwischenhochs hier durchstoßen. Ich mache das auch mal groß hier. Dass wir dann auch noch weiter nach oben gehen, also das Zwischenhoch, was war das, 12. April mittags? Wenn wir das durchstoßen, dann gehen wir auch durch das hoch. Aber ihr seht schon, oh, Chance-Risikomäßig ist das übersichtlich gut. Deshalb ist das für mich kein Trade im Sinne von Da gehe ich jetzt hier oben rein. Aber es würde eben ebenfalls indizieren, dass die bullische Seite weiterhin gilt, so wie wir das auch hier mit einer Korrektivbewegung zwischendrin hatten. Und auch hier, das war auch ein Dreiweller, beispielsweise. Dass das ein Dreiweller war, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Auch das hier würde man wohl eher als ein Dreiweller hier interpretieren. Und selbst wenn nicht, dann, wenn ihr sagt, nee, 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 hier musst du doch ganz genau hingucken, was er gemacht hat. Wir haben so viele Überschneidungen hier, also gesagt, entweder als Dreiweller würde ich das jetzt normalerweise auffassen. Wenn nicht, dann aber auf jeden Fall eher korrektiv das Ganze spätestens jetzt wo wir diesen Anstieg haben. So, jetzt habe ich gerade gemault, dieses Hoch hier oben, bei meinem <laughs> Zwischenhoch, 12. April, 9 Uhr, nee, 12 Uhr war das heute, ja, gestern, sorry. Ähm, das ist mir zu spät für einen Long-Einstieg. Ja, pff, ja und was dann? Deshalb gucken wir jetzt uns das hier noch mal genauer an. Erster Eindruck hier im 4-Stunden-Chart ist, hey, das sieht wieder dynamisch aus. Jetzt gucken wir uns das Ganze unter der Lupe an. Die Lupe heißt bei mir zum Beispiel der 5-Minuten-Chart und das ist das, was wir hier haben. Machen wir das mal groß. Das ist quasi noch Teil dieser korrektiven Abwärtsbewegung, die ich da eingezeichnet habe. Das ist nur so ein, so ein Teil, den wir dann noch draus sehen. Deshalb mag ich gerne immer das auf verschiedenen äh, Screens hier parallel anzugucken. Dann ist das immer ein bisschen übersichtlicher, aber für die Handyverfolger jetzt hier dieser Geschichte ist das dann nicht gut zu lesen. Ihr erinnert mich da immer dran. Selten bin ich böse, manchmal vergesse ich es. Aber wenn ich dran denke. Und dann seht ihr es natürlich besser. Also, auch hier haben wir die Geschichte: Schub, hier war grob die Pause, jetzt hier wieder Schub. Irgendwann wird wieder eine Pause passieren. Und ich vermute mal, weil das ist hier ebenfalls wieder: Zack, 1, 2, 3, 4, 5. Fünffällig, überlappungsfrei, by the way, ist ein gutes Zeichen für eine starke mittlere Welle. Manch einer würde auf die Idee kommen: Ist das eine Nachtwelle, eine erste, zweite, dritte? Das ist jetzt nur eine Vermutung, dass das so passiert, vierte. Und dann fünfte, und jetzt kommt's. Egal, ob es jetzt vielleicht doch noch ein bisschen weiter geht oder nicht, wenn dann irgendwo hier ein Hoch gefunden ist. Und wenn ihr jetzt sagt, das weiß ich ja erst im Nachhinein, es reicht im Nachhinein. Warum? Wenn danach die Korrektur einsetzt. Wenn eine Korrektur einsetzt, sehe ich dieses hoch. Also, wenn ich hier sehe, dass er eine Gegenbewegung macht, dann sehe ich ja, ob das das hoch ist. Dann kann ich messen: tiefster Punkt, dann höchster Punkt. Wo auch immer der dann liegt, also, angenommen, der liegt jetzt hier, und dann habe ich hier wieder mein Ding. Das heißt, wenn er dann von denen da korrektiv wieder runter geht, das Gleiche, was wir hier hatten. Ja, also die Grundidee ist genau die gleiche. Die starke Anstiegsbewegung und die Gegenbewegung. Und dann sollte das irgendwo in diesen Bereich hier reinlaufen. Hier war es vielleicht möglich, wenn ihr ähm, Pech hattet und heute Morgen das schon gesehen habt, dass ihr hier schon long gegangen seid. Das ist mir wichtig, dass ihr nicht jetzt glaubt, oh, guck mal, da redet da immer nicht drüber. Ich wäre schon da long gegangen, wäre negativ. Ja, völlig richtig. Also das ist ein, 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 ein ordentlicher Trade, weil der Anstieg hier vorne war gut. Ich mache es nochmal. Das ist mir wichtig, dass ihr das auch seht, dass ihr nicht den Eindruck habt, ah, das muss immer klappen. Meine Erwartungshaltung wäre hier an dieser Stelle deshalb, Vielleicht hier in etwa die Trade-Vorbereitung für die Geschichte, ist im Fünf-Minuten-Chart, man hat wenig Reaktionszeit, aber kann man ja machen, wenn man daneben sitzt. Und wenn ihr sagt, naja, fünf Minuten ist mir zu kurz, die gleichen Muster gibt es auch im Vier-Stunden-Chart, gibt es auch im Tageschart, gibt es im Monatschart, Jahreschart, allerdings dann halt nur sehr selten. Muss man ein paar Jahre warten, notfalls. So, aber das Muster bleibt das Gleiche grundsätzlich. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber das ist doch doof, der ist doch nach unten weggegangen. Die Idee ist nicht zwingend. Dass ich sicher weiß, dass der Markt diese. Entschuldigt, das war der genau falsche Knopf, den ich nicht drücken wollte. <laughs> Und jetzt habe ich mich auch noch verklickt. Also ist doch. Steckt der Teufel drin. So, hier. Das war der Anstieg. Mein Ziel, meine Zielerwartung wäre, dass der Kurs hier hingeht. Mindestziel. Ja, kann durchaus mehr sein, aber Mindestziel, nämlich das, was wir hier haben, da hinten nochmal als äh, Erwartung für die Zielhöhe. So, und mein Stop läge beispielsweise, so machen wir das dann immer hier auf der 78er-Marke. Ich weiß nicht, die treffe ich jetzt wegen des Magnetismus nicht so ganz genau. Jetzt mache ich mal alle Linien weg, die wir da nicht brauchen. Die 78er ist diese Marke, die wir hier haben. Und das seht ihr, ich habe das hier als Gewinnseite und das als mögliche Verlustseite und die ist viel kleiner. Und möglicherweise habe ich, wenn ich hier noch irgendeinen nachzieh implementiere, also wo ich sage, naja, in der Trendphase äh, kann man hier irgendwie den Stop hinterherziehen, um wenigstens ein bisschen Absicherung zu haben. Das hängt natürlich davon ab, wie ihr den genau gestalten wollt. Das kann der Supertrend sein, das kann der Parabolik sein. Der ist hier vielleicht ein bisschen zu eng. Könnte man dann auch, ich mache mal das Beispiel, 15-Minuten-Chart geben, dass man ein bisschen mehr... Abstand hat, naja, das ist ja auch nicht so wirklich viel besser, würde ich fast in fünf Minuten vorziehen. Aber dann hat man irgendeinen Stopp-Mechanismus. Ich gehe mal, ich nehme normalerweise am Anfang den Supertrend, dann hätte man sogar noch, bis man, als wäre ich hier ausgestoppt worden an der Stelle, weil der Kurs einfach nicht nach oben gegangen ist, sondern nach unten nochmal weg ist. Das heißt, mein Risiko. Für diese Idee war im Prinzip letztlich diese Entfernung und meine Gewinnseite war diese Entfernung. Und die Qualität dieser Idee ist nicht, dass es das immer gut geht. Deshalb rege ich mich auch gar nicht auf, wenn es nicht gut geht. Ist, sondern die, die, die Idee, die dahinter ist, wenn es gut geht, verdiene ich viel mehr, als wenn es nicht gut geht, dann ich, verliere ich entweder diesen gesamten Betrag, häufig allerdings den schon etwas mit nachgezogenen. Also, dann habe ich da nicht so drunter zu leiden. So, wer jetzt dann gesagt hat: naja gut, wir haben hier insgesamt eine Korrektur und ist dann später hier rein, der hat dann trotzdem diese 1 zu 1 noch gekriegt. Hier finde ich es nicht ganz so schön vom, von diesem Korrekturverlauf, äh, wie ich das beim ähm, SP gefunden habe. Trotz alledem, die Idee ist natürlich im Wesentlichen die gleiche gewesen. Äh, nur die Umsetzung war dann in diesem größeren Bild mir beim SP lieber. Und ihr wisst, ich bin ein großer Anhänger, handelt dort wo die Situation besser aussieht und nicht dort, wo ihr sagt, ja, das handle ich ja sowieso immer in diesem Markt. Also ihr seht weiterhin die Aufwärtsrichtung. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, grobe Erwartungshaltung. Hier war die erste Pause, dann die dritte Welle, jetzt kommt irgendwann nochmal eine Pause, die ähnlich sein wird wie die, dann kommt die fünfte Welle. Die handle ich typischerweise nicht gerne, weil die vom Potenzial häufig nicht so groß ist, kann man aber natürlich machen. Ja, mindestens darüber hinaus, wenn das CRV für diesen Trade gut genug ist, kann man den Trade natürlich trotzdem machen. Was wir dann eher machen, ist auf der kleineren Ebene nach dem gleichen Muster nochmal suchen und dann das kleinere eben handeln. Aber danach, wenn dann dieses, dieser Anstieg irgendwann mal eine Pause in diesen mittleren Bereich, wie man den misst, habe ich vor wenigen Minuten gezeigt, spult notfalls nochmal zurück, dann wäre das die Korrektur, die ich dann sehen möchte und dann das. Der Einstieg und dann hätten wir im 5-Minuten-Chart einen Long-Einstieg, der sehr gut stoppbar ist, der sehr gut bestätigt ist durch die entsprechenden Verläufe hier. Korrektur tief hier auf der Abwärtsseite, tief genug hier runter. Ja. Wie gesagt, wie man es misst, kann man gucken. Und das wiederum ist ein Anstieg, der ja wunderbar in die Idee passt, ja, dass wir nach dieser Korrektur auch noch mal hier weitergehen. Also ich kann meine Ziele gegebenenfalls auch darauf ausweiten, dass wir wahrscheinlich auch noch mal das Hoch vom 4. April und damit über die 13.360er Marke beim Future in etwa gehen, wenn die nächste Korrektur so in etwa aussieht. Sehr schön handelbar und eine gute Bestätigung und eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass man damit richtig landet. Wie sieht es beim DAO aus? Der gefällt mir im Moment nicht so gut. Das hintere Ende finde ich okay. Da gibt es überhaupt nichts zu Maul. Das sieht nämlich 1, 2, 3, 4, 5 aus. Hier jetzt eine Pause. Dann hätte ich im 5-Minuten-Chart den nächsten Trade. Wenn ihr euch orientieren wollt, wo ist das? Dieses Tief ist das von heute Nachmittag 15.30 Uhr. Also seit heute Börsenbeginn quasi sind wir mehr oder weniger fünffällig nach oben. Pause abwarten. Auch die kann man wieder einigermaßen berechnen. Tiefster Punkt. Höchster Punkt aktuell ist der. Das kann sich ja gleich noch mal ändern, wenn der noch ein bisschen weiter marschiert. Äh, da müssten wir das noch mal die Zeichnung anpassen. Aber dann wäre das die Zone, falls ihr es nicht lesen könnt, 33.880 in etwa bis runter 33.820. Da sollte er und zwar nicht dynamisch, sondern auch nicht blau, sondern doch blau ABC oder von mir aus auch mehrfach mit Überschneidung hinlaufen dann wäre das zumindest im kleinen ein möglichen Long, den man da noch mal fahren kann. <laughs> Im übergeordneten, ja, weiß ich noch nicht so richtig, was ist das hier? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir noch mal runtergehen, die Frage ist halt, ob wir vorher noch mal drüber gehen und danach runter. Es bleibt die Marke vom 22., das Video von gestern, das bleibt nach wie vor erstmal bestehen. Ja, also, diesen Rücksetzer kann ich mir hier beim DAO durchaus noch vorstellen, mit dem Anstieg oder vielleicht auch direkt. Deshalb würde ich eine Aktivität erst machen, wenn ich hier im Kleinen das sehe. Im Großen ändert sich nichts. Alle diese kleinen Nittlichkeiten hier beeinflussen das übergeordnet bullische Bild aus meiner Sicht aktuell nicht. Aber eine Pause wäre jetzt durchaus sehr typisch und die könnte sich ja hier jetzt abzeichnen. Wie gesagt, 5 Minuten Chart, eher sogar noch die bullische Seite. Wenn eine Korrektur kommt, auf jeden Fall denke ich, handelbar. Beim DAX, ja, gut, erzähle ich euch jetzt nicht so viel Neues. Äh, auch hier könnte das Bild genauso aussehen, bis ihr das Video seht, ist die Geschichte eh Geschichte hier. Insofern <laughs> macht das nicht viel Sinn. Insgesamt das, was wir hier so die letzten Stunden gesehen haben, das war hier die, die Spitze, die wir äh, am 12. Nachmittags, 14.30 Uhr, die äh, Verbraucherpreisdaten aus den USA, das, was wir seitdem gesehen haben, hm, also so richtig dynamisch nach unten macht das nur hier vorne den Eindruck. Alles was wir jetzt haben ist so ein ziemliches hin und her gegurke. Allerdings wenn er die Unterseiten durchstößt, ja, dann eben noch mal ein bisschen die Fortsetzung, ungefähr das was wir hier haben, halte ich für sehr realistisch. Solange wir oberhalb des 22. Märzes bleiben, ist die Welt allerdings nach wie vor völlig in Ordnung. Also darf er auch noch mal ein bisschen tiefer gehen. Wie gesagt, die Shorties erst auf der Unterseite. Hier so mehr oder weniger diese Zwischentiefs von heute 11.30 Uhr, heute Nachmittag 15.30 Uhr oder was es war. So diese Richtung in etwa. So, jetzt hoffe ich, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt, ein bisschen eine Idee habt, welcher Titel an welcher Stelle wohl eher das oder das andere Bild hat. Oder aber, dass ihr sagt, naja, ich kann generell dieses Verfahren ja auch auf andere Märkte anwenden. Das ist völlig richtig. Deshalb mache ich so viele Beispiele, damit ihr euch an diese Situation gewöhnt und immer besser... Eigenständig die Dinger sehen könnt. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.